Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkraft. Zweiter Teil von den Flugabwehrsystemen der russischen Armee und wahrscheinlich auch der ukrainischen Armee. Wir müssen ja immer so ein bisschen uns das anschauen, dass wahrscheinlich beide Seiten eine Vielzahl dieser Systeme haben oder einsetzen oder vielleicht einsetzen können. Und der erste Teil war ja nun auch schon wirklich, ich sag mal, sehr interessant mit den Systemen für, ich sag mal, kürzere Distanzen, will ich jetzt mal sagen. Und der zweite Teil befasst sich ja so ein bisschen mehr mit den Langstreckenabwehrsystemen. Da sind ganz schöne Oschis, ganz schöne Oschis dabei mit extrem hoher Reichweite und Geschwindigkeiten. Da muss ich auch sagen, als ich das so eingesprochen habe, so nenne ich das ja immer, wenn ich den Text hier vorbereite, dann das waren schon sehr interessante Sachen, weil vieles dieser Systeme oder viele dieser Systeme kenne ich ja auch gar nicht großartig, weil das ja noch nicht mein Spezialgebiet ist. Und da gehen mir echt die Augen auf, was die da teilweise gebaut haben. Ja, wie gesagt, das ist der zweite Teil, Flugabwehr, Russensystem oder russische Systeme, die eventuell in diesem Krieg noch in den Einsatz kommen oder schon im Einsatz waren und wir das noch nicht mitgekriegt haben. Im ersten Teil habt ihr auch schon sehr viele Fragen gestellt, die wir euch noch beantworten konnten. Und so machen wir das auch im zweiten Teil wieder. Also wenn euch was auffällt, wo ihr sagt, da brauchen wir noch mal ein bisschen Info oder da habe ich noch mal eine Frage, rein in die Kommentare und dann werden wir das schon klären. Ansonsten würde ich sagen, steigen wir jetzt mal ein in den zweiten Teil. Das wird sehr ausführlich. Ich hoffe, das gefällt euch. Und in diesem Sinne würde ich sagen, legen wir los. So, Freunde, dann geht es weiter mit den Systemen. Wir kommen jetzt zum Coup SA-6 Gainful. Hier haben wir ein mobiles Luftverteidigungssystem mittlerer Reichweite. Sein NATO-Berichtsname ist, wie schon angesprochen, SA-6 Gainful. Hier begannen die Entwicklungsarbeiten auch 1958 und 1967 wurde das System erstmals öffentlich vorgestellt. Ich meine, wir müssen ja immer über den eisernen Vorhang nachdenken und wenn da was zu sehen ist, dann ist das ja immer schon eigentlich irgendein bestimmter Grund. Ja, seit der Einführung wurde das Coup-System sowie seine Raketen ständig verbessert, was auch nach dem Produktionsende, und das haben wir hier 1983, fortgeführt wurde. Wir gehen davon aus, dass über 500 dieser Systeme mit mehreren 10.000 Raketen produziert worden sind. Es gibt auch eine Exportversion des Coup, das ist der Quadrat. Ich versuche das mal so ein bisschen russisch auszusprechen. Das wurde im großen Umfang an die sowjetischen Verbündeten exportiert. Bei der Basisversion des Coup-Systems kann man auch Flugzeuge und Hubschrauber in einer Höhe von 100 bis 200 Metern und dabei auch in einer Entfernung von 7000 bis 20 Kilometer, also nicht 7000 Kilometer, sondern 7000 Metern bis 20 Kilometer angreifen. Ja, das Coup ist nicht sehr effizient gegen die in Bodennähe fliegenden und stark manövrierenden Ziele. Das heißt also, ein guter Pilot kann das System wahrscheinlich auskurven. Die Basisversion konnte langsame und tiefliegende Ziele wie Hubschrauber nicht bekämpfen. Überdies hat der Coup nach modernen Maßstäben eine Reihe von Einschränkungen, ist auch ziemlich anfällig für Störungen gegenüber feindlichen Gegenmaßnahmen und die werden ja auch immer besser. Ja, wenn wir uns den Umfang des Systems anschauen, dann haben wir noch ein Radarfahrzeug, das hat natürlich auch einen NATO-Codenamen, das heißt Straight Flush. Wir befinden uns hier beim Poker natürlich. Und dieses System, also dieses Radfahrzeug, sucht nach Zielen und verfolgt die Raketen bzw. lenkt die Raketen. Dieses Radfahrzeug führt eine IFF-Kennung mit, also Freund-Feind-Identifikation, wer das noch kennt, IFF, basiert auf einem GM578 Spezialkettenfahrwerk und hat eine Besatzung von 4 Mann, also 4 Soldaten. Das Fahrzeug erkennt die Luftziele, wie gesagt, in einer Entfernung von bis zu 70 Kilometern und auch eine Höhe von 7000 Metern. Hier verringert sich die Erkennungsreichweite jedoch sehr stark, wenn die, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wenn die Ziele in Bodennähe fliegen. Ja, das System umfasst weiter die Werferfahrzeuge mit jeweils 3 Raketen. Wenn wir uns mal die Bewaffnung noch hier anschauen, also die verwendete Rakete vom Typ 3M9, die ist schon 5,8 Meter lang und hat ein Startgewicht von 599 Kilo. Das ist schon Klopper. Erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,5, welche sie durch ihr Strahltriebwerk konstant halten kann. Der Flugkörper verfügt über eine semiaktive Radarführung
so wie eine frühe Form dieser Home-on-Jam-Lenkung. Das heißt also, die Waffe erkennt vom Ziel ausgehende Störsignale als Quelle und fliegt die an. Also wer dann meint, er lenkt die Rakete mit dem Störsender ab, der hat natürlich richtig Pech gehabt. Der HE-Frag-Sprengkopf wiegt nur 57 Kilo, was aber in der Luft natürlich mehr als ausreichend ist und hat einen Zweikanal-5-Zünder. Das wird 30 Meter vom Ziel ausgelöst, reicht natürlich auch bei einer entsprechenden Splitterwirkung, um die Luftfahrzeuge so schwer zu beschädigen, dass diese dann auch nicht mehr weiterfliegen. Ja, das komplette System ist doch ein bisschen aufwendiger aufzustellen. Das heißt nicht, der bremst irgendwo und los geht's, sondern das dauert tatsächlich 15 Minuten, bis das System aktiv kämpfen kann. Ich nenne das jetzt mal so. Aber der Bekämpfungsvorgang selber kann in 3 Minuten abgewickelt werden. Das hört sich gut an, ist aber alles zu langsam. Ja, neben dem auf dem Raupenfahrwerk GM578 basierenden Radar- und Werferfahrzeug kommen auch noch diverse Zusatzfahrzeuge dazu, die auf Basis des Radpanzers BTR oder BRDM entwickelt wurden. Ja, diese Einheiten sind auch nicht allein unterwegs, also die SA-6-Einheiten werden unterstützt durch Systeme wie die P-40 oder auch die P-12 Spoon Rest und deren Nachfolgern. Ja, der Einsatz einer KUB-Batterie oder Cube-Batterie erfolgt immer aus einer festen Feuerstellung heraus. Das erleichtert natürlich auch den Gegner, so eine Stellung zu bekämpfen, wo die Dinger stehen. Also wenn die nicht hochmobil sind, sind sie ja leichte Beute. Also eine mobile Gefechtsführung ist hier nicht vorgesehen. Ja, nochmal die Varianten angesprochen. Da haben wir hier den Quadrat. Das ist die abgespeckte Exportversion, die auch in echt vielen Ländern zu finden ist. Das will ich hier nicht alles vorlesen. Dann haben wir noch die Cube M1 oder KUB M1. Das ist eine verbesserte Version, die 1973 ihren Anfang genommen hat. Hier wurde nur die Reichweite auf 23 Kilometer und die Bekämpfungshöhe auf 8000 Meter verändert. Ja, dann haben wir noch den Cube M4. Da ist die Reichweite nochmal auf 25 Kilometer verändert worden und natürlich einige Dinge sind weiterentwickelt. Das würde aber auch den Rahmen sprengen. Und wenn man noch den Quadrat M anspricht, das ist ein belarussisches Upgrade des Waffensystems. Ja, kommen wir mal zum nächsten Oschi hier. Das ist der Buk SA-11 Gadfly oder der SA-17 Grizzly. Und wenn man sich das anschaut, das ist schon wirklich ein Klopper hier. Also ein Luftverteidigungsraketensystem, um den KUB, den wir vorhatten, zu ersetzen. Ja, der NATO-Name, das hatte ich eben schon gesagt, ist Gadfly. Entwicklung begann 1972 und ist quasi ein Aufbau oder eine Weiterentwicklung des Cube M3. 1980 in der Sowjetarmee schon in Dienst gestellt. Auch ein Exportschlager und findet sich in einigen russlandfreundlichen Ländern wieder. Ja, Russland selber hat noch 350 dieser Systeme und auch die Ukraine hat ein paar davon. Ja, das System kann manövrierende Flugzeuge und Hubschrauber in niedriger bis großer Höhe trotz elektronischer Gegenmaßnahmen bekämpfen. Wenn man überlegt, die neueren Versionen der Buk können auch ballistische Raketen, Marschflugkörper und Radarbekämpfungsraketen verschießen. Und ein großer Vorteil, die können auch unbemannte, also Drohnen, also unbemannte Luftfahrzeuge, sprich Drohnen bekämpfen. Ja, die großen Dinger, die da drauf geschnallt sind, sind die 9 M38 Raketen. Das ist eine einstufige Festbrennstoffrakete. Hier findet man Parallelen zur alten amerikanischen Tata Marine Luftverteidigungsrakete bzw. Flugkörper. Da ist eine äußerliche Ähnlichkeit zu finden. Ja, Bekämpfungsreichweite hier 28 Kilometer und in einer Höhe von 20.000 Meter. Also das ist schon hoch. Allerdings, je tiefer die Ziele fliegen, dann ist die Bekämpfungsreichweite natürlich auch nicht mehr so hoch. Ja, das Werferfahrzeug ist mit natürlich Radar, hat schon Digitalcomputer, man soll es nicht glauben. Die natürlich Raketenstarteinrichtung, die wir sehen, und auch eine Freund-Feind-Erkennung. Damit ist das ausgerüstet. Ja, das System kann somit auch selbstständig nach Zielen suchen, also es braucht nicht nochmal ein extra Radarfahrzeug und kann auch die Radarlenkung selbst durchführen. Man braucht hier auch keine Gruppe von Fahrzeugen, sondern die können autonom operieren, also quasi als Einzelfahrer. Dieses Radar erkennt auch Flugzeuge, die in einer Höhe von über 3 Kilometer Entfernung
fliegen und das kann ausgeweitet werden bis auf 70 Kilometer. Da müssen wir natürlich die Erdkrümmung immer berechnen. Die Flugzeuge müssen natürlich dann auch weit über dem Horizont fliegen, also sehr hoch fliegen. Ja, und der Knabe hier ist auch fix dabei. Das heißt, Ziel erkannt, bis zum Feuern dauert das 24 bis 27 Sekunden. Das mag einem tatsächlich schnell erscheinen, aber wenn ein Jet fliegt mit einer hohen Geschwindigkeit, kann der auch schnell wieder verschwinden. Allerdings, wenn der Pilot es nicht mitbekommt, dass da was auf ihn abgefeuert wird, dann ist das für ihn auch erledigt. Trotzdem, wenn der Werfer im Marsch ist und kriegt irgendwie einen Auftrag, dann braucht er 5 Minuten, bis er feuerbereit ist und nach dem Feuern weitere 5 Minuten, bevor er wieder weiterfahren kann. Also keine leichte Beute, aber wenn er in der Zeit gefunden wird, ist er natürlich verwundbar. Ja, die Besatzung hier ist natürlich auch wie alle anderen Besatzungen in den anderen Fahrzeugen gegen Handwaffenfeuer und Artilleriesplitter geschützt. Wenn wir die ganze Batterie der Bug anschauen, dann haben wir hier 6 Werfer, 6 Nachladefahrzeuge und ein Kommandopostenfahrzeug und nochmal ein extra Erfassungsradar, also wenn die zusammen operieren und irgendwas schützen sollen. Was ich tatsächlich noch erwähnenswert finde, ist, dass dieses Bug-System die Fähigkeit hat, diese Raketen direkt vom Nachladefahrzeug starten zu können. Also sie brauchen nicht direkt nachladen, sondern wenn es wirklich eng wird, können sie direkt von dem Lader starten. Hier werden auch nur die Daten an das Werferfahrzeug übermittelt, ausgerichtet und gezündet. Ja, das Nachladefahrzeug hat 8 Raketen und 4 davon können dann über diese Art und Weise eingesetzt werden. Ja, kommen wir nochmal zu den Varianten. Also Bug 1 ist eine frühe Serienversion des Bug selber. Es wird auch als Coupe M4 bezeichnet. Dann haben wir den M22 Uragan oder SAN-7 oder Gadfly. Das ist die Marineversion des Bug. Die wurde 83 bei der russischen Marine in Dienst gestellt. Dann haben wir den Bug M1, M12, M2, M2EK und so weiter und so fort. Das gehe ich jetzt aber nicht alles in der Reihe durch. Das sind alles nun Weiterentwicklungen und bestimmte Varianten, die man sich auch nochmal, wenn es denn nötig ist, genau anschauen könnte. Ja, gehen wir mal zu dem nächsten Punkt oder dem nächsten großen Punkt. Dann reden wir hier von strategischen Systemen als, ich sage mal, Überschrift. Da müssen wir dann mal rangehen und das erklären. Also bevor wir diese Varianten der Nachfolgesysteme, diese S-300er-Reihe kommen, müssen wir noch ein paar wichtige Punkte erklären, damit das auch verstanden wird. Also diese S-300-Einheit besteht im Grundsatz immer aus folgenden Komponenten. Also wir reden hier von einem Suchradargerät, einem Feuerleitradar und einem Führungsstand in einer variablen Anzahl, dann dazu Haupt- und Nebenstartgeräte. Dazu kommen noch Komponenten für die Kommunikation zwischen den Teileinheiten und der übergeordneten Führung. Dann brauchen wir noch Stromversorgung, Radar und Führungssysteme. Diese S-300-Reihe wurde über ihre Dienstzeit ständig weiterentwickelt und verbessert, was zu einer schwer zu überschauenden Zahl von Varianten geführt hat und für uns natürlich schwer wird, das zu erklären. Aber grundsätzlich, wenn wir dann am Anfang beginnen, war die Startentwicklung die P-Variante für die Luftverteidigungskräfte und die W wie Whisky-Variante für die Heeresflugabwehr. Die Verbesserungen betreffen vorwiegend die Radarsysteme und verwendeten Raketen, da man bei den Radaranlagen hauptsächlich die Rechnerkomponenten verbessert und die Raketen in versiegelten Containern gelagert hat. Eine optische Unterscheidung ist deswegen auch nicht immer möglich, wenn wir uns damit wirklich auseinandersetzen, dann fällt auf, dass die Menge der unterschiedlichen NATO-Codenamen wirklich hier zu Buche schlägt. Wenn wir das mal kurz aufzählen, haben wir die SA-10, SA-12, SA-20, SA-21, das wäre schon die S-400, SA-23, SA-X-28. Da wollen wir uns ja nicht mehr verrückt machen lassen. Wir stellen hier nur die Hauptversion vor und gehen da mal auf die Details ein. Also S-300P. Die Entwicklung dieser S-300P begann schon 1967, um diese alternden sowjetischen mobilen SAM-Systeme S-25 Berkut, also der SA-1 Gilt, und die S-75 Dwina, also SA-2 Guideline zu ersetzen und die aufkommende Bedrohung durch luftgestützte Langstrecken-Marschflugkörper zu begegnen, also um dieser Bedrohung zu begegnen.
Das System wurde 1978 in Betrieb genommen und im Jahr 2000 erreichte der Einsatz des Systems einen Höhepunkt, als die russischen Luftverteidigungskräfte etwa 1900 S-300 Haupt- und Nebenstartgeräte im Dienst hatten. Ja, und schwuppdiwupp, 17 Jahre später, also 2017, sank die Zahl der aktiven Systeme um die Hälfte ab. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass solche Systeme wartungsintensiv und kostenintensiv sind. Und wenn man kein Geld hat, dann kann man die Dinge auch nicht instand halten. Ja, also im Gegensatz zu den vorherigen Systemen verwendet dieses neue System ein Radarset aus 3 Geräten, jedes von ihnen mit einer speziellen Aufgabe. Das 5N63, also NATO-Code hier FLAP-LIT, war das erste sowjetische Phased-Array-Radar. Es dient der Zielakquisition und Bekämpfung gleichzeitig. Also dieses Radar mit seinen 10.000 Strahlenelementen und einer Reichweite von 300 Kilometer ist in der Lage, 100 Ziele zu erkennen und 6 davon anzugreifen. Das geht natürlich jetzt wirklich in die Tiefe. Also wer sich mit Phased-Array-Radars auseinandersetzen will, der sollte sich mal die amerikanischen angucken. Ja, dieses zweite Radar ist das 76N6, das ist der NATO-Code Clamshell. Das dient nur zur Zielerfassung von Zielen in geringer Höhe und ist vorwiegend zur Entdeckung von Marschflugkörpern vorgesehen. Da man zur Zeit der Entwicklung von einer großen Bedrohung durch Marschflugkörper für die Flugabwehrsysteme selbst ausging. Die Erfassungsreichweite hier liegt bei mehr als 90 Kilometer für Ziele in einem Höhenbereich bis 450 Meter und dann 125 Kilometer für Ziele bis 1000 Meter. Wir haben ja natürlich immer wieder dieses Horizontproblem. Diese Systeme wurden natürlich auch mit der Zeit immer weiter verbessert. Also dieses Clamshell-Radar kann also schon bis zu 15 Ziele verfolgen und zur Bekämpfung an das FLAP-LIT weitergeben. Es geht da also immer so weiter. Ja, gehen wir mal zum Einsatz rüber, also zum besseren Einsatz oder Überwachung können alle Radargeräte auf einen Mast aufgefahren oder haben einen ausfahrbaren Teleskopmast, der geht bis 23,8 oder 37,8 Meter hoch. Auch hier wird das Gefecht aus einer Gefechtsstandkabine geführt. Die S-300P verwendet 3 5P-85 Starter mit je 4 Raketen pro Batterie. Seit 1978 ist die Version S-300P in fast 2 Dutzend Staaten im Einsatz, also auch wieder ein Exportschlager. Und es gilt als ähnlich leistungsfähig wie das US-System MIM-104. Da denkt ihr jetzt, was ist das denn? Das ist natürlich das Patriot-System. Ja, 1994 bzw. 1995 erwarben die Vereinigten Staaten eine Reihe von Systemkomponenten von Weißrussland, also Raketenstartgeräte und Befehls- und Kontrollelemente. Das ist immer schön, wenn man die Waffen des Feindes hat, dann kann man seine aufgrund dieser Erkenntnisse weiterentwickeln. Ab 2016 wurden keine S-300P mehr produziert. Exportaufträge für das System werden weiterhin entgegengenommen. Also Rüstungsgüter erfreuen sich ja immer einer großen Beliebtheit und bringen Devisen ins Land. Ja, und wer da ein bisschen aufmerksam ist, der wird feststellen, dass dieses System immer wieder durch die Medien geistert. Also es wurde auf der Krim eingesetzt, in Syrien und auch schon im Iran. Das heißt auch, also auf der Krim befinden sich einige von diesen S-300P-Einheiten. So, dann müssen wir im Mittelmeer auch nochmal schauen. Also in Tartus, das ist Syrien. Also wer weiß, also Zypern und dann haben wir auf der anderen Seite Israel, Libanon und Syrien. Und in Tartus stehen auch Systeme diesen Typs. Interessant ist auch noch zu wissen, dass kurz nach dem Einsatz dieses Systems in Syrien, sagte wohl der russische Militärsprecher, also das war der Generalmajor Igor Kanaschenkov, in Hinblick auf einen möglichen US-Angriff auf syrische Regierungstruppen, ich würde unseren Kollegen in Washington empfehlen, die möglichen Folgen einer solchen Durchführung gründlich zu prüfen. Das war also so ein bisschen so ein Fingerzeig, dass die Systeme da stehen und wenn ihr kommt, dann habt ihr da ein Problem. Ja, seit 2007 versucht wohl auch der Iran, mehrere dieser Systeme zu erwerben, aber da hat wohl Putin den Finger drauf gelegt, weil dieses iranische Atomwaffenprogramm ihm wohl nicht gefallen hat. Trotz alledem hat sich das dann auch wieder 2015 geändert und Russland hat fleißig das System in den Iran verkauft. So, und wofür braucht der Iran? Das natürlich, um seine nicht vorhandenen Atomsysteme will ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, Urananreicherungsanlagen zu schützen. Ja, auch die neueste Generation dieses Systems, das ist die S-300PMU. Was heißt neu? Also 80er Jahre. Das wird im Westen als SA-20 Gargoyle bezeichnet.
Ja, da wollen wir in die Tiefe nicht so weit reingehen. Allerdings müssen wir erwähnen, dass die wichtigste Verbesserung bei diesem PMU das dritte Radar ist. Also wir reden hier von einem 360-Grad-S-Band 3D-Langstreckenüberwachungs- und Kampfmanagementradar mit einer maximalen Reichweite von 300 Kilometer. Seine beiden Phasengitter bestehen jeweils aus 2700 Elementen je Seite. Es kann 200 Ziele erkennen und 12 davon bekämpfen. Zur Verfolgung von sich sehr schnell bewegenden Zielen stoppt das Radar seine Rotation. Warum macht es das? Es geht dann in eine sogenannte Sektorsuche und kann eine verbesserte Auflösung eines Ziels und eine Erkennung ermöglichen. Ja, und ganz kurz schneiden wir nochmal die 48N6-Rakete an, die in dieser Starteinheit verwendet wird. Reichweite 150 Kilometer, ein knapp 100 Kilo HE-Sprengkopf. Und diese Rakete kann Ziele mit einer Höchstgeschwindigkeit von Mach 8 in einer Höhe von 10 Meter bis zu 27 Kilometer angreifen. Ich meine, das sind alles so Zahlen, da muss man sich erstmal Gedanken machen, was das alles kann. Ja, und jetzt nicht Fun Fact, aber zu wissen ist das schon wichtig. Die S-300 PMU ist in Russland und in der Ukraine im Einsatz. So, und als letzte Variante werden wir die S-300W nochmal ganz kurz anschneiden. Das ist die Version, um ballistische Kurz- und Mittelstreckenraketen, Marschflugkörper, strategische und taktische Flugzeuge zu bekämpfen und anzugreifen. Wir reden hier natürlich auch von der Pershing 1 und Pershing 2. Wer da sich noch daran erinnert, Petting statt Pershing, das war ja mal so ein Schlachtruf der Grünen. Ja, das S-300W-System ist eigentlich dafür da, Verbände des Heeres oder militärische Einrichtungen vor Luftangriffen zu schützen. Auch schon älter, alles, also alles, was wir hier erzählen, ist auch schon ein bisschen älter, 88 erst in Dienst gestellt. Also da gibt es natürlich schon neuere und bessere Entwicklungen, aber das System ist halt zuverlässig. So, jetzt haben wir noch den S-400 und dann habt ihr es auch bald geschafft. Also wir reden beim S-400 Triumph. System, NATO-Codename SA-21 Growler. Das ist die vierte Generation russischer Langstreckenflugabwehrraketen. Also im Endeffekt ist es immer das Gleiche, nur besser. Vergleichbar ist dieses System mit dem amerikanischen Patriot PAC-3-System. Hier wurde 93 mit der Entwicklung begonnen, aber die Budgetbeschränkungen und der Zusammenbruch der Sowjetunion führt natürlich hier zu massiven Verzögerungen. Und auch zu der Entscheidung, kein ganz neues System zu entwerfen. Das können wir Deutschen ja besser. Wenn wir was brauchen, dann wird es komplett neu entwickelt. Da wird ja nichts genommen, was im Regal steht. Okay, das ist ein anderes Thema. Also aus den alten Komponenten der S-300er-Reihe wurde das S-400-System, ich sag mal, zusammengeklöppelt. Das ist natürlich wieder böse, aber natürlich nehmen die das Beste raus und verbessern und verbessern. 2007 wurden die ersten S-400-Systeme in Betrieb genommen. Hier wird natürlich auch eine neue Raketenserie verwendet, also die 48N6. Diese Flugkörper können Luftziele in einer Entfernung von bis zu 250 Kilometer treffen und auch ballistische Flugkörper in einem Radius von 60 Kilometer abfangen, wobei hier der hochexplosive Splitterkopf von 143 Kilogramm Sprengmasse eingesetzt wird. Also wir könnten hier vielleicht von einem Iron Dome System sprechen, aber da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, da habe ich nicht genug Informationen. Ja, das System ist momentan im Einsatz und ich sage mal, der Performance ist gut. Stationiert ist ein System in Kaliningrad und es wurde auch, wie ich schon oben angeführt habe oder vorher angeführt habe, in Tartus, also in Syrien, eingesetzt bzw. stationiert. Und wenn ich sage mal, die andere Feldpostnummer weiß, dass so ein System da steht, dann wird man auch sehr vorsichtig. Natürlich stehen die Dinge auch auf der Krim, ist ja klar. Ja, und jetzt wird es immer interessanter. Also das S-400-System ist wohl so gut, dass auch die Chinesen da Interesse dran haben. Wahrscheinlich wollen sie nur ein System kaufen und dann wollen sie es nachbauen. Das können die auch ganz gut. Man nennt das ja nicht nachbauen, sondern in Lizenz fertigen. Die Türken wollten 2018 auch so ein System haben. Das ging wohl erstmal nach hinten los, weil sie gleichzeitig F-35-Flugzeuge aus der USA haben wollten. Also ich kann ja nicht beim Russen kaufen und beim Ami kaufen. Also entweder Sekt oder Selter. Also das ist eine politische Geschichte natürlich. So, was macht man natürlich als schlaue Türkei? Man sagt, wir kaufen so ein S-400-System und wenn wir es dann haben, dann könnt ihr eure amerikanischen Experten schicken und das Ding untersuchen. Also so wird natürlich ein Schuh draus.
Ja, und angeblich, jetzt sind wir wieder bei dem angeblich, wurden oder kann dieses System sogar Stealth-Flugzeuge bekämpfen. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, wenn das System in Syrien eingesetzt wird und die Israelis mit F-35 anfliegen, müssen die auch vom Himmel fallen. Das ist nicht passiert, also es wurde keine israelische F-35 durch dieses System erfolgreich bekämpft. So, und zum Ende hin gucken wir uns jetzt nochmal das S-500-System an, also russische Bezeichnung Prometei, also Prometheus. Das ist ein Langstreckenflugabwehr- und Antiballistik-Raketensystem. Auch wieder eine Weiterentwicklung von der S-400. 2002 hat das begonnen, oder die Entwicklung hat im Jahr 2002 begonnen. Und das hat wirklich Zeit gebraucht, weil im Jahr 2020 sollte es dann einsatzbereit sein, aber der Zeitplan hinkte natürlich mal wieder deutlich hinterher. Man hat zwar im Mai 2018 einen Boden-Luft-Raketentest durchgeführt, traf auch ein Ziel in fast 482 Kilometer Entfernung. Trotzdem ist das System noch nicht einsatzklar. Ja, 2021 tauchte Filmmaterial auf, wo dieses S-500-System erfolgreich eine ballistische Rakete abfing. Aber seien wir mal ganz ehrlich, in der Zeit, wo wir alles mit, sagen wir mal, mit einem kleinen Grafikprogramm verändern können, da kann ich euch auch so ein Video hinzaubern, wie ich eine ballistische Rakete abfange. Tatsächlich soll 2021 das erste System eingeführt worden sein. 2022 sollen weitere folgen. Wir gehen davon aus, dass das alles noch Prototypen sind, die da laufen und noch getestet und weiter verbessert werden müssen. Das ist ja immer so bei Waffensystemen. Man sagt zwar, sie sind fertig, aber dann braucht man trotzdem noch 2, 3 Jahre Test- und Entwicklungszeit. Zu finden sind die Systeme natürlich rund um Moskau. Das macht sich ja immer gut, neue Systeme dorthin zu stellen. Damit soll die Hauptstadt von oder vor ballistischen Raketenangriffen geschützt werden. Die Russen wollen dann auch 10 Bataillone mit diesen S-500ern ausrüsten. Ja, und was kann dieses System tatsächlich bekämpfen? Also Flugzeuge und Marschflugkörper ist schon klar, ballistische Flugkörper auch klar, aber jetzt geht's los. Damit können sogar Satelliten, also wir reden hier von den Low Earth Orbit Satelliten, das ist 2000 Kilometer Höhe, die sollen dadurch auch bekämpft werden. Manchen wird sehen. Ja, wir haben bei dem System auch eine Batterie, die über 4 Radfahrzeuge verfügt. Dabei ist natürlich auch ein Suchradar und das ist dann ein 91N6 EMS-Band Suchradar sowie ein 96L6 TSPC-Band Suchradar und dann noch das Feuerleitradar. Ja, wenn man überlegt, was das System können soll, wollen natürlich auch wieder andere Länder das haben. Da reden wir von China, die wollen das kaufen und natürlich auch die Türkei, die ja schon wegen den S-400 da Sperenzchen gemacht hat. Und es wurde tatsächlich auch oder es sickerte durch, dass Erdogan angekündigt hat, dass die Türkei die S-500 gemeinsam mit Russland produzieren will. Ich denke mal, das ist nur wieder Hörensagen, das wird sicherlich nicht stattfinden. So, Leute, nach so viel Information müsste euch eigentlich aus medizinischer Sicht der Rauch aus den Ohren kommen, weil euer Gehirn schon kocht. Aber wie gesagt, es muss wirklich, also wir haben das schon abgespeckt, da gibt es noch viel mehr Informationen. Also wer da sich richtig tief reinknien will, der kann da nochmal richtig nachlesen. Aber trotz alledem soll das hier auch das gewesen sein mit den Systemen, die wir vorstellen wollen, war auch genug. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein bisschen abgeholt und ihr habt da ein bisschen was gelernt. Würde mich freuen über einen positiven Kommentar, Daumen hoch und auch, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr neu seid. Ansonsten nochmal ein Riesendank an Alex, der das alles wieder zusammengestellt hat und an den Dustin, der das alles geschnitten hat. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und auf bald.